Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Final Fantasy 15 mit Noctis im Kanal. Auf der Suche nach Cindys Scheiß. Das war's definitiv nicht. Wenn er der mal gleich sich bücken würde und nicht immer rumrennen wie so ein Depp. Ja, hier zeigt es wieder nach unten. Heißt, es müsste eigentlich eine Etage niedriger sein. Könnt ihr mal weggehen? Fehlanzeige, fest verschlossen. Okay, hier ist es nicht. Leute, geht halt bitte mal weg. Gott im Himmel. Ich habe euch echt gern, aber es nervt mich, wenn ihr mir dauernd in dem Weg rumsteht. Es regt mich scharf, dass Noctis immer geht wie so eine Kuh. Das macht mir nämlich echt übertrieben. Wow, ich habe mal wieder eine Gedenkmünze gefunden. Das ist wieder einer der nervigsten Dungeons ever. Ich weiß schon, warum ich diese Dinge eigentlich immer hasse und nicht mache. Das heißt nicht machen, wir haben genug schon gemacht, aber... Das ist, was ich meine. Ah, ich habe das Wasser abgelassen. Los geht's. Yo. Ach, come on, immer diese Schwabbel. Geht's noch? Also dann... So, er hier. Mein Schwert kaum schwingen. Schwabbel, schwabbel, babbelbumm. Können wir uns darauf einigen? Gehen wir! Ja. Dass es eine Scheiße ist hier unten. Ja? Danke. Lass mich doch einfach in Ruhe. Sterb doch einfach. Kackt im Stehen. Bin wieder hier zurück. Yay. Was sind denn? Aha. Ich hab noch mal Langeweile, oder? Ups, eine Einbahnstraße. Los geht's. Nein. Überwältigt. So bin ich halt. Los mit dem Elend. Er macht keine breiten Schwerter. Tut mir leid. Unser Ereignis. Überrascht? Hey, was ist da bei dir? Keine Gnade. Ich komme nach. Okay. Der Arsch macht also keine breiten Schwerter. Noctis. Gut. Gerade noch so. Mir geht's toll. Frag nicht so.
Bin ich jetzt wieder im Gras? Vorwärts. Nein! Ja. So eng hier. Kann mein Schwert kaum schwingen. Ja, was hast du denn auf so einem riesen Schwert, Blödi? Hast du gerade Ditte gesagt? Das scheint leider der einzige Weg nach unten zu sein. Sieht so aus. Ja, aber das Klump von der Tussi ist weiter oben. Das ist das Problem. Dass wir das nicht finden. Oh. Ich komm da nicht hoch, lol. Wow. Scheiß drauf. Whippy! Aua! Oh fuck! Oh Scheiß! Das muss echt nicht sein! Aber richtig wahr. Okay. Nachdem der Ring hier eh nutzlos ist. Jetzt verstehe ich, was Schutz vor Frosch heißt. Hier Froschi zu machen. Bisschen angemüht. Just saying. Im Zahnfleisch. Beenden wir's. Zeigt keine Gnade. Ich selbst geblitzt. So, jetzt ist aber Schluss, du hässliches Viech. Angekokelt. Ich glaube, das wird zu einem neuen Trend. Für mich und Raffi. Und jetzt in ein flauschiges Hotelbett fallen. Spitzenidee! Gladio, nichts für ungut. Aber heute kein Zelten. Also ganz ehrlich, ich wäre schon zufrieden, wenn wir uns mal nicht selber in die Luft sprengen würden. Aber ich habe einen hässlichen, fetten, was auch immer, Fischkopf kaputt gemacht. Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist einfach nein. Leute, nein ist die Antwort. Immer noch. Nein, nein, nein. Doch, machen wir mal hier Überraschung, CPIA. Können wir das hier mitnehmen. Ich habe alle angekokelt. Und wir waren Frösche.
Jetzt weiß ich wenigstens, was schützt, was Frosch heißt. Man wird dann wirklich ein Frosch. Pronto, geh mal weg da. Hey, aber ihr könnt euch nicht beschweren, dass wir nicht wieder ein ekliges Viech hatten als Gegner, ja? Oh nein. Ist das lästig? Ach, leck mich doch mal am Arsch. Was ist denn der? Das reicht. Bitte schön. Eis-Baby. Bam, 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 badadam, bam. Au. Ich seh nix, wenn ihr mich an die Wand ran ditcht. Das hat alles im Griff. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anknipsen? Mir wär's schon mal ganz aber recht. Hallo. Wenn ihr mich nicht dauernd irgendwie hier nach Buxtehude schicken würdet. Das ist nämlich dezent annoying manchmal. Gladio. Gladio? Was macht... Ja, kein Problem. Selbst mir wird's langsam zu bunt. Echt? Ich dachte, dir gefällt es. Was auch sehr nervig ist, ist, dass er, wenn man X drückt, es auch hüpfen ist. Also da hätten sie auch mal eine andere Taste. Sachte, sachte. Gladio, hat es dir nicht gefallen, dass wir gerade vorhin in den Gulli runtergerutscht sind und ein riesiges Schlangenface gesehen haben, was uns angemöppt hat? Nein? Mir auch nicht. Aber ich werde ja nicht gefragt. You know what I mean. Warum sind wir jetzt hier? Einfach so. Ah. Das ist wieder mal... Hallo. Ja, ich weiß, dass ich hier passieren machen kann, aber wenn er nicht geht, dann geht er nicht. Was soll ich denn machen? Aha. Wow, das sieht irgendwie aus, als wie so ein Kleinkind, was gerade das erste nur, Mal gehen wir werden. Wir werden nicht ausgerechnet jetzt angegriffen. Halt die Klappe, das musst du mal verschreien. Müsst ihr sowas sagen? Aber echt. Echt? Das hilft jetzt kein Stück. Ich muss prompto mal ausnahmsweise recht geben. Aha, da vorne sind irgendwelche komischen Schlüsseldinger. Abgebildet. Los geht's. Küss mich, ich bin dein Prinz. Nein, besser nicht. Ich will nicht, dass du mich küsst, du bist ein Ekelviech. Was ist das für eine Scheiße hier schon wieder für... Ja, nee, ist klar. Da wären wir also. Was wird lustig? Eine Schwachstelle. Gladio, kannst du noch helfen? Bin unterwegs. Bist du okay? Ja. Sehe ich das, wenn ich okay wäre? Brutzel.
Halleluja. Kämpft gerade der letzte Depp. Ignis, konzentriere dich auf den Feind. Lass mich nicht selber mal auf den Feind konzentrieren. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Aha. Ja. Mal wieder Arschlöcher, oder? Du musst dich ja auf mein Maul aufmachen. Ih, ein Riesenpudding. Ich seh nix. Was macht ihr denn mit mir? Ditcht mich doch nicht immer. Also, das ist so eine Fuck-Scheiße hier, ohne Witz. Das macht echt null Laune so. Das haben wir's, Leute. Das geht so weit. War ein Ausrutscher. So, danke vielmals. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Voller Angst. Sowas nervt mich tierisch. Dieses Rumgeschubse in den Dungeons, das ist wirklich etwas, was an meinen Nerven zerrt. Muss ich schon mal sagen. Bin ich jetzt wieder im Kreis gelaufen, oder was? Mir kommt es mir schon langsam so vor, als würde ich die ganze Zeit im Kreis rennen. Ich habe wenigstens kein Gladio in meinem Arsch drin. Ah. Gott, wieso wollte ich nochmal gleich Dungeons machen? Ah, hier ist so eine Maschine, super. Was ist das? Ein Steuerpult? Vielleicht für die Tür? Oh, hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Final Fantasy 15. Und nachdem ich jetzt hier in diesem Dungeon fast eine Krise bekommen habe mit rumsuchen wie ein Freak, habe ich die Stelle gefunden. Freundlich. Nämlich hier. Das Imperium kontrolliert alles. Ja, und der Kristall ist auch weg. Wenn alles vorbei ist, kannst du Sydney ja nach Insomnia bringen. Noct. Das ist eine gute Idee. Und hier ist auch das letzte Steuerpult. Und im Endeffekt bin ich einfach mal nur irgendwo runtergesprungen, gerade wie ein Freak. Und hier gibt's wohl noch irgendwie Gegner. Keine Ahnung. Hier ist auch die dann, die komische... Nein! Ach, du Spacko! Oh, ja. Genau, sowas muss dann auch passieren. Yay! Ja, ich habe ein bisschen rumgetüftelt. Hier in diesem Dungeon gibt es dann wohl noch irgendwie... einige Viecher, die man killen kann. Oder zumindest... Also wir haben ja diesen fetten Blub. Haben wir umgenockt. Den, fetten Schlangenkopf und dann, glaube ich, gibt es noch irgendein Viech. Aber da soll man wohl erst Level 90 sein. Naja. Fakt ist, wir haben für Sydney das Ding geschafft und das reicht mir jetzt auch erstmal. Raus hier aus diesem Scheiß. Also, ein bisschen Geduld und Zeit solltet ihr mitnehmen, wenn ihr diesen Scheiß Aquädukt-Kack macht und Nerven auch, weil ihr habt ja gesehen, meine Nerven hat es teilweise gekostet. Regen. Spaß ist anders. Vor allen Dingen, wenn man down geblockt wird oder irgendwo runterfällt. Weil, weil man wegglitscht oder so. Das ist ein bisschen annoying. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt bringen wir Sydney das Ding. Weil Nock doch manchmal so rennt. Hä, was war das denn? Was
Glitzern sehen. Naja, ich sag's mal so. Zumindest haben wir jede Menge Mist eingesammelt da unten in dem Dungeon. Da ist, also ich habe nämlich nachgeguckt, weil ich dachte, ich finde den Weg nie. Gut, nach der Beschreibung, die ich dann gefunden habe im Internet, hätte ich sie auch nicht gefunden, weil das total beschissen beschrieben war. Aber da stand dann Empfehlung Level 90, weil da wohl ein Viech unten sein soll, was dann irgendwie ein kleines bisschen schmerzhaft sein soll. Von daher... Ne? Lasst nichts liegen. Sparen wir uns das jetzt erstmal. Weil Level 90 bin ich noch nicht. Und ich glaube nicht, dass ich mit meinem 50 plus da unten irgendwas gegen dieses Viech ausrichten kann. Es ist auch ein bisschen schade, dass manche Viecher dann wirklich im 90er-Bereich sind, weil, ja, gerade für ein Let's Play oder so ist es natürlich dann anstrengend. Guck mal, das Muster ist das nicht awesome. So, und dann tun wir unser Auto. Die Scheinwerfer sollen irgendwie special sein gegen diese komischen Viecher da, die sicher. Bin jetzt eigentlich nur froh, dass ich diesen Dungeon hinter mir habe, weil es jetzt schon wieder relativ spät ist. Und es mich nervt. Oder genervt hat gerade. Vor allen Dingen, wenn dann immer irgendwelche Viecher daherkommen und man dann nicht mehr wegkommt oder irgend sowas und es eigentlich die ganze Zeit nur so, ja, vor sich hingeht, dann ist man doch dezent genervt. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Awesome. Der passt ja dann ganz gut zu Sydney. Also prompto meine ich. Hier, bitteschön, für die Sydney-Fans. So. Wir haben Sydney ja schon vermisst. Sie gewährt euch auch extra einen Einblick. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Danke. Opa? Nichts zu tun? Ja, ich dachte, du hast was zu tun. So. Hoheit! Und wie lief's? Gut, waren erfolgreich. Ja, der wirklich? Dungeon war scheiße. Ein Glück. Natürlich überlasse ich dir. Und schau mal, wie ich aussehe. Wie eine Kanadatte. Aber schon, sie wenigstens mal auszuprobieren. Was ist denn an denen so besonders? Diese Scheinwerfer verhindern nächtliche Übergriffe. Das Licht ist so grell, dass sie ja das Weite suchen. Mhm. Wow, das ist mal was. Nicht wahr? Ich wünschte, der Wall wäre erst errichtet worden, als schon jeder solche Scheinwerfer hatte. Es ist jetzt schon 20 Jahre her. Damals starben zwei Menschen. Nachts bei einem Angriff durch Sicher auf ihr Auto. Ich war damals zufällig in der Nähe und habe alles gesehen. Mit diesen Scheinwerfern hätten die beiden sicher nicht sterben müssen. Oder? Wie? Ja. Na gut, ich bringe euch die Lichter jederzeit an. Also tut mir leid, aber dein Outfit macht mich wahnsinnig. Die Titten voll halb am raushängen, die Hose gerade noch so, dass sie das Nötigste verdeckt. Also ich lasse mir schon was eingehen, aber zu viel ist einfach zu viel. Oh, gutes Timing. Wenn sie schon so ein Hotpen-Müschen anhaben muss, okay, gut. Aber kann sie dann vielleicht nicht wenigstens was ihre Bluse anständig sein? Haben? Nein. Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Wir alles verbessern. So. Ich habe hier immerhin noch ein paar Sachen gekauft. Ich habe jetzt einen Reservetank. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Du hast gar nichts Welches auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Ach, das sind die Sticker. Luna Freya Sticker hätte ich auch noch. Aber der macht mich depri. Sucht euch eine Farbe aus. Mhm. Schön, dass du da irgendwelche Farben hast, die ich nicht mal machen kann. Dumme Nuss.
Aber jetzt hätte sie schon mal tiefschwarz im Angebot, wenn ich die nötigen Dinger hätte. Bist du dir sicher? Den Rest ja. übernehme ich. Diesmal habe ich mich selbst übertroffen. Du bist eine nervige Henne. Bist du jetzt glücklich, hoffentlich, ja? Wie geht's? Bis bald, Jungs. Ja, Nakidai. Oh, los, Kleiner. Und ich habe gelesen, dass man, glaube ich, hier müsste das sein. Schauen wir mal, ob das das Camp ist. Angeblich soll da irgendwie eine Sequenz mit den Scheinwerfern werden wir also nicht mehr angegriffen. Das ist was wert. Ja, wir werden nicht mit allen Gegnern fertig. Wir müssen Insomnia schnellstmöglich zurückerobern. Ja, und den Leuten hier draußen mit unserer Technik das Leben erleichtern. Ihr habt recht. Das müssen wir. Ja, ihr habt recht, bla. Mir wäre es schon recht, wenn ich nicht immer so eine Scheiße machen müsste. Der will auch wieder so einen Scheiß. Die will auch wieder einen Mist. Aha, das kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld. Da soll ich immer noch was erkunden, wo ich gar keinen Bock habe. Naja, der nächste Dungeon wird der von dem Fuzzi sein und dann machen wir Endgame. Oder beziehungsweise wir könnten hier nochmal rein den Samurai-Pizza-Cat kaputt machen. Aber das ist Stufe 50. Das ist sogar Stufe 55. Das kann ich sowieso knicken. Das, ja, dafür, dass das Stufe 30 ist und das Viech dann 99, das sind alles so Sachen. Also im Endeffekt können wir eigentlich dann die Hauptmission, also können wir eigentlich das Spiel beenden und die Dings die machen, weil es bringt eigentlich nichts. Aber ich werde wahrscheinlich verrecken, also muss ich wahrscheinlich eh noch leveln irgendwie. Ach Gott, ich weiß es nicht. Bis dann! Weil im Endeffekt erwarten die ja von mir, dass ich Dingsy mache. Denk Hallo, an, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Ja, wenn ich da angeblich auch 90 plus sein muss oder keine Ahnung was für ein Level, dann werde ich wahrscheinlich diesen Fight eh nicht überstehen. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich weiß gar nicht, ob das die Zeltstelle war oder eine andere. Danke. Steig mal bitte ab. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue ja, das Ja, ich stehe da auf dem Lagerfeuer rum und brenne mir mal schnell meine Schuhe kaputt. Kein Problem. Ich weiß auch nicht, ob wir hier richtig sind oder woanders zelten müssten. 2 Tage sind vergangen. Wow. Ich war 2 Tage in dem scheiß Dungeon da unten. Wunderschön. Was ist denn das? Ew, drittes Auge? Bäh. Gott sei Dank hast du nicht genug Zutaten, Ignis. Das ist ja eklig. Ja, hier gibt's Curry. Vorübergehend. Wie langweilig. Curry! Okay, anscheinend kein Event. Ein paar Level haben wir. Oh. Prompto. Oh, das speichere ich auf jeden Fall. Ist das nicht süß? Guckt euch mal das Gesicht an. Oh, das ist so süß. Ja. Prompto. Hast du irgendwie... Prompto hat mich gestalkt.